Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir befinden uns hier gerade am Bahnhof von Bochum und sehen hier ja fast schon den Museumszug. Entsprechend abfahren, wie er mit 114 Fahrgästen voll losfährt. Hier stehen aber noch 164. Und auch in der anderen Richtung fährt er voll los und dort stehen noch ein paar Leute rum. Um entsprechend auch die Strecke mehr auszulasten, nach unten Richtung Mülheim und Zebra City, wollen wir hier als erste Handlung heute mal die Züge entsprechend tauschen. 114 Kapazität mit der AE47, das kriegen wir auf jeden Fall besser hin. Gucken wir doch erstmal, was wir hier an Zugkombinationen haben, aber da ist nicht so wirklich was Tolles dabei. Vielleicht würde hier der Metroliner passen, in Doppeltraktion dann aber auf der Strecke ab 1971, also relativ modern. 78 Kapazität. Vielleicht lassen wir auch einen mit Doppeltraktion fahren und dann einen abräumen. Also einer einzeln und einer als Abräumer doppelt. Und dann können wir immer noch erweitern. Aber 193 km/h. Das ist für diese kurze Strecke und die Leistung doch ein bisschen wenig. Dann gehen wir doch vielleicht lieber auf klassische Wegen oder Wagen. Und schauen mal, was wir dann lieber verwenden. Sortieren wir doch einfach mal nach Höchstgeschwindigkeit. Also ich finde, mehr als 120 müssen es hier an der Stelle tatsächlich nicht sein. Vielleicht ja auch hier die 150, aber ich bleibe dabei. 103 Kapazität ist halt hier schon ein bisschen Geschiete. Und deswegen würde ich die B-Level hier gar nicht erst verwenden. Da haben wir die normalen Bombardier B-Level. Das sieht schon wieder vernünftig aus. 140 km/h, 33 Kapazität. Heißt, um hier mehr Kappa hinzukriegen, braucht man mindestens 4. Und ja, ab 1976, also relativ frisch. Das passt doch ganz gut. Dann suchen wir uns jetzt noch eine Lok aus, die auch mindestens 140 kann. Da hätten wir einmal die New Haven. Aus dem Jahre 1955. Ich tendiere aber hier zu der BR111. Die hat eine ordentliche Leistung und ich glaube, die kann hier doch das ein oder andere abfangen. Dann nehmen wir auch direkt mal 165 Kapazität. Sind hier zukunftssicher dann entsprechend aufgestellt. Und da haben wir sie. Fast schon flüsterleise hier die Lok an der Stelle. Mit den entsprechenden B-Level-Wagen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Von der Kapazität her müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das reicht aus, locker. Das wird sich auch entsprechend einpendeln. Ich meine, die haben eine höhere Höchstgeschwindigkeit, mehr Kapazität. Und hier ist erstmal wichtig, dass sie irgendwie Plus machen. Alles andere spielt dann schon kaum noch eine Rolle. Bevor ich hier auch die Stadt weiter meint, irgendeinen Murks zu machen, würde ich ja hier gerne rausgehen noch, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Pausieren wir hier einmal. Also so kommen wir da raus. Und so kommen wir da auch rein, okay. Okay, das geht also. Bei einem ganz knappen Rahmen geht das hier nur. So. Wir sorgen nämlich jetzt hier für eine vernünftige Verbindung nochmal. Dann baut die Stadt hier nicht irgendwelche ganz kurzen Kreuzungen. Jetzt haben wir hier natürlich schon so eine Mörderkreuzung so ein Stück weit, ne? Aber passt schon am Ende. Am Ende ist das schon ganz in Ordnung, so würde ich mal behaupten. Wir gehen auch einmal hier ins Terrain-Tool. Ich meine, wir haben über 3 Milliarden. Da sollte es kein Problem sein, ein bisschen Terraforming zu betreiben. Aber wir kriegen hier die Ampel nicht weg. Und das ist mal eine Ampelanlage, oder? Von dieser Mörderkreuzung. Aber weil die hier direkt angebunden ist, kriegen wir sie, glaube ich, nicht weg. Wir versuchen es mal über diesen Weg hier. Ja, wir können es gar nicht erst auswählen, dass die Ampeln hier verschwinden sollen. Warum macht ihr eigentlich hier eine Ampel hin?
Nur deswegen? Na gut. Hier ist jetzt nicht so viel Verkehr. Hier fahren nur unsere Busse. Eine Ampel können wir, glaube ich, verkraften in der Stadt. Weil jetzt steht er hier schon. Ganz kurz. Oh, interessant. Die Laterne wird auch ein bisschen fehlplatziert. Aber wir sollten so oder so mal gucken, dass wir hier vielleicht den Bahnhof auch mal auf einen moderneren Stand bringen. Das machen wir aber ein andermal, weil wir haben heute noch mehr als genug andere Baustellen. Ich möchte mich nämlich hier weiter um die Stahlproduktion kümmern. Die läuft schon ganz gut, aber die könnte noch besser laufen. Wenn wir hier sehen, wir haben hier auf der Strecke zwei Züge, ist das erstmal grundsätzlich in Ordnung. Wo ist denn der zweite Grad? Der müsste dann hier reinfahren, genau. Aber jetzt schauen wir uns an, was entsprechend hier produziert wird. Nämlich 800 Tonnen jeweils. Heißt, wir haben eine Rate von 1600. Und vielleicht können wir das ein bisschen besser machen. Ich meine, hier haben wir jetzt 1468. Und mein Ziel wäre hier zu sagen, dass wir jetzt anfangen, entsprechend durchzufahren hier. Und Kohle und Eisen jetzt schon zu trennen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Dementsprechend würde ich hier die Gleise tatsächlich so ein bisschen auftrennen, dass der hier sauber vorbeifahren kann und auch der hier sauber vorbeifahren kann. So, das sind die Standardgleise, sehr gut. Und dass wir dann hier nochmal über die Brücke zumindest einmal parallel fahren. So. Und dann können wir hier halt ausgleisen. Und fahren da entsprechend ein bisschen getrennter. So, das sind nur 112. Ich möchte aber hier tatsächlich die 120 km/h zum Ausgleisen haben. Perfekt. Was sagt die Signalisierung? Die sagt hier, dürfte ruhig gerne ein Signal hin. Und das machen wir dann doch auch gerne einmal. Und hier ist es fast dasselbe Spiel. Hier werden wir gleich einmal pausieren müssen, wenn der Zug auf dem Bahnhof ist, sonst werden wir ein paar Probleme haben. Und dann schubsen wir gleich den anderen rüber und erstellen eine neue Linie. Und hier soll halt entsprechend direkt ein bisschen weiter hier drüben angekommen werden. Das wird nicht verkehrt sein. So, der hat den Bahnhof, oder der verlässt gerade den Bahnhof. Das sollte also passen, hoffe ich mal. Dann können wir nämlich hier einmal abreißen. Und neu anschließen. So, welchen haben wir hier? Den haben wir gewählt, ne? Sehr gut. Hat er sich gemerkt. Auch das hier passt noch mit dem Tunneleingangsportal ganz gut. Ja, sieht immer noch ganz gut aus. Aber ein bisschen Ausgleich können wir hier ruhig machen. Und im kleineren Stil hier auch noch ein bisschen hochgehen. So. Hier vielleicht ein bisschen runter. Und dann nochmal ausgleichen. So. So sieht es doch nicht verkehrt aus. So sieht es definitiv nicht verkehrt aus. Dann setzen wir hier nochmal Signale hin. Nämlich einmal hier. Einmal hier nochmal. Falls wir hier mehr als einen Zug draufsetzen wollen. Und hier fährt er halt entsprechend rüber. Heißt, hier brauchen wir auch dort und dort nochmal ein Signal und fangen dann jetzt an, den ersten Zug hier schon abzuändern. Das ist nämlich dieser hier und da werden wir uns jetzt eine neue Linie anlachen. Zack, nämlich von hier hinten bis hierhin. Genau, du darfst hier rüberfahren. Du darfst aber auch das andere Gleis verwenden, also dass die sich hier so ein bisschen quasi abwechseln und auch in der anderen Richtung. Da war gerne sich einmal abwechseln. Güterzug oder Güterzulieferung haben wir es ja hier eher genannt. Wie haben wir denn die erste Strecke genannt? Da ist es Kohle plus Eisen nach Stahl 1. Güterzug Kohle 1 in Richtung Stahl 1. So. Und den hier ändern wir entsprechend einmal ab. Er darf noch nach Mülheim, er darf noch nach Mülheim Abzweig
aber nicht mehr nach Düsseldorf Süd entsprechend, weil das haben wir ja jetzt sauber getrennt. Da reicht auch ein Gleis aus. Hier ist das Einzige, wo die sich halt so ein bisschen in die Quere kommen könnten, wenn der eine durchfahren will. Ich verstehe aber auch noch nicht... Ach doch, das passt. Nee, das passt, okay. Da haben wir nämlich jetzt den großen Vorteil, dass es durchaus sein kann, dass wir hier nämlich auf 4 Gleise aufbohren, wenn wir hier entsprechend mal auf mal 2, mal 4 oder sogar mal 8 gehen und die Kapazitäten einfach brauchen. So, der wechselt einmal und die Linie werden wir auch nochmal verwalten, denn hier in Düsseldorf Süd, das können wir auch mal umbenennen, das ist nämlich das Kohlebergwerk. Kohlebergwerk, so. Klingt doch schon vernünftiger. Da soll er bitte warten auf voll und das auch unendlich. Und laden soll er entsprechend auch nur Kohle. Entladen soll er nichts. Und hier drüben soll er nichts laden, darf aber alles entladen, was er so auf dem Züglein hat. Hier müssen wir dann auch die Linie einmal ändern. Fahrzeug verwalten. Nein, Linie verwalten. So. Mülheim ab 2 können wir auch einmal umbenennen in Mülheim Eisenmine 2. Und dort soll er bitte zu 100% Eisen aufladen und alles entsprechend entladen. Darf auch hier vollladen jeder Fracht. Und dann haben wir jetzt nämlich hier unseren Zug sauber getrennt. Und er hat es direkt auch gemerkt und fährt entsprechend auch direkt einmal durch ohne Halt. Ich meine, das hat er ja vorher schon gemacht, aber jetzt hält er wirklich nirgendwo mehr. Vor allem auch auf dem Rückweg fährt er hier sauber durch. Und wenn hier gerade kein Zug blockiert, fährt er hier auch sauber mit 120 km/h durch. Hier sehen wir jetzt auch, der hat eine Rate von 616, also ein bisschen zu wenig, während er hier eine Rate von 972 hat, also eher ein bisschen zu viel. Und dann können wir hier nochmal schauen, dass wir uns eventuell nochmal ein, zwei Waggons anlachen. Ich meine, wir hatten ja noch, meine ich, Platz, zumindest für einen Waggon. Und den nutzen wir dann auch und reizen hier die 400 Meter des Bahnhofs voll und ganz aus. Haben wir überhaupt 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 400 Meter. Sehr gut. Sehr gut. Fährt dann auch hier einmal entsprechend rüber. Lädt sich jetzt einmal voll. Und sollte dann auch entsprechend vernünftig einmal wieder zurückfahren. So, da ist das erste Ausgangssignal. Das passt. Hier haben wir das Signal und dann ist das nächste erst hier hinten. Das passt aber auch. Bei den Zuglängen sollte das so okay sein. So, und jetzt kann der nämlich hier ganz schön und sauber einmal durchfahren. Wir pinnen uns den mal an, weil ich noch das ein oder andere oder die ein oder andere Kleinigkeit mit auf meinen Zettel habe. Hier sehen wir, hier fährt mit 90 km/h entsprechend unser sehr langer Ölzug. Hier sehen wir, jetzt haben wir auch eine ÖBB 1044. Wir haben Mittelsteigwagen, sehr schön. Wir haben die ersten Falzwagen, auch sehr geile Wagen. Da können wir direkt mal schauen. Bringen die was? Bringen die was schon für uns? Oder sind die eher nix? Beliebige Gütertypen. Ja, hier haben wir auch Centerbeam-Wagen schon, 160 km/h. Wir haben schon den Containerwagen mit 160 km/h. Alles sehr angenehm. Da haben wir den Falz, der hat 120 und er kann wirklich nur Eisenerz. Dafür aber auf 31 Tonnen. Interessant, dass hier die Lackierung 3 Tonnen mehr ist. Die P&S. Und mehr Emissionen, okay. Aber 19 Kapazität mit 31 Tonnen. Der hier hat 18 Kapazität mit 20 Tonnen. Ja, okay. Der ist durchaus besser. So, und da haben wir es eigentlich schon verpasst. Er fährt halt voll durch.
Und das läuft dann ganz gut. Und ich schätze mal, das ist auch der Weg, den wir gehen sollten. Ob wir hier nochmal ein, zwei Wegelchen dranhängen und den Bahnhof verlängern sollen, damit wir hier mit einem Zug auf 800 Rate kommen. Wobei, das, da brauche einige Wagen mehr, glaube ich. Dann könnte es hier wieder schwierig werden mit der Leistungsbewertung. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Dementsprechend werden wir hier nochmal auch ein bisschen was abreißen. Dafür haben wir den Bahnhof auch so gebaut, dass wir hier entsprechend ein bisschen was noch ändern können. Wir brauchen die Gleise, wir brauchen die Standardgleise. 4, 8 sind 480 Meter. Dann würde ich gerne auf dieser Seite eigentlich auch nochmal ein bisschen verlängern. Gehen wir mal auf 520 Meter an der Stelle. So. Und dann bringen wir auch hier die modernen Cargo-Plattformen einmal dran. Damit das auch sauber ist. Zack. Das haben wir. Dann verbinden wir die Gleise wieder miteinander. Schauen, dass wir hier wieder eine schöne Doppelkreuzweiche hinkriegen. Sehr angenehm. Da und da ein Signal, beziehungsweise hier dann auch noch. Man weiß ja nicht, auf welches Gleis er dann am Ende fährt. Obwohl jetzt ist noch relativ eindeutig, aber wer weiß, wie es dann in Zukunft aussieht. Hier können wir einmal glätten. Auch hier, das sieht ein bisschen alles sehr unschön aus. Gucken dann einmal bei den Straßen, dass wir die auch wieder verbinden hier vernünftig. Ich meine, die ist nicht notwendig, aber wenn sie halt da war, dann wollen wir sie auch wieder hier entsprechend verbinden. Interessant, dass der hier so einen Bergpass wirklich baut zu dem Bergwerk, was eigentlich gar nicht irgendwo straßenmäßig angeschlossen werden muss. Aber sei es drum. Wir können jetzt schauen, dass wir unseren Kohlezug dann hier nochmal verlängern, um die Rate entsprechend zu erhöhen. Dementsprechend hauen wir hier einfach nochmal 4 Wagen dran, sind dann bei 450 Kappa, sind dann bei einer Linienrate von 747, das 74, heißt einer noch, dann sind wir auf 480 Meter, 805, das passt ganz gut. Läuft, also ich würde sagen läuft und hier kriegen wir entsprechend auch schon unser Öl ran. Heißt, wir haben jetzt schon mal Öl und Stahl hier entsprechend. Öl brauchen wir hier, Stahl brauchen wir hier. Also geht es als nächstes darum, eine Verbindung von dem Güterbahnhof entsprechend zu finden in Richtung der Warenfabrik und in Richtung der Chemiefabrik. Also idealerweise erst zur Chemiefabrik, dann zur Warenfabrik. Und hier sehen wir, das reicht nicht. Dieser Zug mit 49 Kapazität reicht tatsächlich nicht aus. Zweigleisig möchte ich hier auch nicht werden. Und ich glaube, verlängern konnten wir den oder verdoppeln konnten wir den nicht. Also ist es dann vielleicht doch der falsche für den Moment. Und wir gehen dann vielleicht doch auf den anderen. Ich meine, der hat jetzt 86 Meter Länge, 120 dürfen wir. Der Metroliner ist wieder zu schnell, der hat zu wenig. Und von den Loks her haben wir auch noch nichts Niederländisches, ne? Ah, alles gerade so ein bisschen schwierig. Man könnte auch eine Re44 nehmen und dann hier ein paar 125 km/h Wagen ranpammen. Oder 120er vielleicht hier die S-Bahn Rostock, warum denn nicht? Fahrtrichtung. Der hat auch nur 84 Kapazität und so ist er auch wieder zu lang. Hier könnten wir die geschiedeten Wagen nehmen. Hier könnten wir die Gescheiterten nehmen. 206 Kapazität mit 2 Wagen. Aber nein, das machen wir nicht. Hier haben wir einen Mittelsteigwagen. Der ist ganz angenehm. 121 km/h, 88 Kapazität.
Oder halt der Einheitswagen 2. 84, ja. Ich glaube fast, wir werden nicht drum herum kommen, hier entsprechend auch mal einfach zu verlängern. Unsere Bahnhöfe. Ich meine, so geht's. 154 Kapazität. Wir versuchen es mal mit dieser Zugkombination. Wir brauchen jetzt hier die Kapazitäten. Und hier haben wir halt 4, 8, 12. Ah, hier haben wir 160 Meter, okay. Und hier haben wir 4, 8, 12. Ja, hier haben wir auch verlängert auf 160. Also wir könnten da sogar noch ein, zwei Wagen dranhängen. Aber ich denke mal, 154 ist hier für die Strecke mehr als genug. Der soll ja am Ende auch Plus machen. Von daher schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Aber auch hier ein Wendezug, ne? Also der fährt hier schön mit dem Triebwagen vor. Und das ist mal gut aufgerüstet, oder? Aber wenn wir weiter in den Jahren kommen, dann werden wir auch da schauen, dass wir einfach etwas Niederländisches hier auf die Strecke bringen. Finde ich dann doch schon passender und angenehmer, als einfach irgendwas x-beliebiges hier drauf zu packen. Wenn wir hier schon in Richtung Venlo unterwegs sind. Jetzt bin ich mal gespannt, dreht der wirklich, weil das ja jetzt hier ein Wendezug ist, oder fährt er mit der Lok voraus? Aber der räumt jetzt einmal wirklich ab. Ah, sehr schön. So, mit der Lok in die eine Richtung, mit dem Triebwagen hier in die andere Richtung. So soll es sein. Und wenn der hier dann doch overloaded ist gerade, dann können wir da noch einen Wagen rausnehmen. Das passt dann eigentlich auch erstmal. So, hier haben wir ja noch das Problem, dass die Chemiefabrik entsprechend sehr weit oben sitzt und ich eigentlich ungern hier an der Stadt lang möchte, vor allem weil hier entsprechend die ganzen Wohngebäude sind. Heißt, Ziel wäre entweder, ja, hier drüber ist halt auch keine Option. Ich hatte mir dann überlegt, ob wir nicht sagen, okay, wir nehmen hier so ein bisschen Gefälle mit, bauen hier dann eine Brücke, hangeln uns hier so ein bisschen auf einer Höhe quasi lang und kommen dann hier wieder rein. Aber wir bauen jetzt auch erstmal entsprechend an der Warenfabrik unseren Bahnhof. Auch das wird nicht so einfach, weil wir hier wirklich Höhenunterschiede des Teufels haben. Und dann ist es eigentlich so. Oder wir bauen ab hier irgendwie in einen Tunnel rein, haben dann keinerlei Emissionen, kommen dann hier oben wieder raus, um dann hier den Schlenker zu machen in Richtung Chemiefabrik. Dann wird das hier nicht sehr profitabel sein. Aber so ist es dann. Weil wir müssen ja auch hier irgendwie über den Berg, durch den Berg. Oder wir fahren hier ganz außen lang. Oder wir fahren hier ganz außen lang, bauen hier den Bahnhof und ja, Stahl und Waren liefern wir da mit einer Tram an oder haben dann hier nochmal so ein Pendel. Das wäre auch noch eine Option, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, ehrlicherweise. Wir bauen jetzt erstmal hier die Straße aus. Das hier dran, so. Damit wir halt hier möglichst viel Reichweite haben. Ich möchte nämlich jetzt erstmal gucken, wie weit so ein Bahnhof reichen könnte. Da geht er noch easy dran, okay. Heißt, wir könnten wahrscheinlich sogar noch mehr Straße bauen. Bis wohin hat er Reichweite? Ab wo hat er die Probleme? Okay. Also tatsächlich ist hier quasi Sense, so ein Stück weit. Ein ganz kleines Stückchen können wir, glaube ich, noch. Ganz kleines Stückchen können wir hier noch. Und dann bauen wir hier genau in den Berg rein, ne? Okay, das Stückchen ist schon das Stückchen zu viel. Aber ganz minimal. Aber ganz minimal, okay.
Also, so wird es von der Reichweite her gehen. Öl. Öl und Stahl. 400 Meter. Großes Gebäude. Oberleitung. Oder wir gehen hier direkt auf 560 Meter. Und da ist nämlich jetzt das Problem, was wir haben. Hier ist es schon zu hoch. Da ist es auch schon zu hoch. Heißt im Prinzip... Prinzip müssen wir hier einfach unten bleiben. Wenn wir uns da natürlich eine ordentliche Schneise reinhauen. Geh mal auf 80 Meter, dann kommen wir hier vielleicht dran. Kommen wir hier vernünftig nämlich dran. So. Kommen wir auch so jetzt. Okay, so kommen wir nicht an die Warenfabrik. Nice. So, kleiner Trick. Einfach kurz ein Stückchen Schiene bauen. Und schon hat man da was weg. So wird's gehen, oder? Das sieht von der Höhe her wirklich gut aus. Vom Winkel her könnte es auch passen, so. Wisst ihr was? Versuch mal klug. Wir bauen. Zack, haben wir den Bahnhof gebaut. Reißen aber hier nochmal die kleineren Gebäude ab. Bauen hier nochmal ein, zwei große dran. Ups, das war nicht richtig. 3, 1, 2, 3. Können dann hier nochmal kurz abreißen, damit wir... Einfach damit es schön aussieht. Einfach damit es schön aussieht, als wäre es so gewollt gewesen von Anfang an. So, der Bahnhof kommt da auch noch dran. Sehr gut. Können wir hier ein bisschen wenigstens im Bahnhofsbereich glätten. Und so ein bisschen ausschneiden, hätte ich fast gesagt. Aber am Ende ist es ja das, wenn man hier so großflächig Umbaumaßnahmen betreibt. So, und dann fällt das hier doch gar nicht auf, dass wir hier einen Bahnhof in ein Gelände gesetzt haben, was eigentlich für so einen Bahnhof gar nicht geeignet ist. Oder? Sieht doch ganz in Ordnung aus. Zack, da kommt dann so ein Hügel. Das ist glaube ich, okay. Und vom Plan her würden wir dann nämlich hier einmal am Flussende rüberfahren, hier hoch, in den Bahnhof rein. Für Stahl. Und für Öl. Das ist jetzt die Frage, ne? Eigentlich durchfahren. Eigentlich hier durchfahren und dann mit dem Chemiezeug hier nochmal eine Linie hier hin. So, heißt, der braucht eigentlich nur ein zweites Gleis. Der braucht eigentlich nur ein zweites Gleis. Mehr braucht er nicht. Wobei, hier werden wir auch viel Stahl, glaube ich, anliefern später. Der Vorteil ist, wir liefern... Ach ja, und wir müssen ja Waren auch noch wegbringen in die Welt. Von hier aus. Wir müssen Waren ja auch noch wegbringen in die Welt. Aber dann machen wir hier 3, 4 Anliefergleise. So. Das ist natürlich hier so ein Bahnhofsbau. Da gehen die FPS aber hart in den Keller. Das ist leider immer so. So, hier haben wir so ein Abliefergleis, hätte ich fast gesagt. Beziehungsweise ein
ja, die Äußerungen, die kann man eigentlich dazu nutzen, was wegzubringen. Und damit wir hier mit einer Kurve sauber rüberkommen, wir brauchen, glaube ich, vom Plastik her nicht so extrem viel. Dementsprechend würde ich fast sagen, bauen wir das sogar kürzer. Bauen wir das Gleis doch erstmal kürzer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sieht es doch erstmal in Ordnung aus. Wie wir es dann am Ende nutzen, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber das sieht doch erstmal ganz okay aus. Und ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Streckenbau, liefern hier schon mal Stahl hin, werden schauen, dass wir hinten die ja, Chemiefabrik ans Laufen kriegen. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, um nichts zu verpassen. Lasst natürlich gerne ein Abo da und wenn euch die Folge da, gefallen hat, einen Daumen nach oben. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.